So, einen wunderschönen guten Tag an diesem, ich glaube, 29. Dezember. Ich habe mich nochmal entschlossen, ein bisschen was zu lesen. Und ja, mir war einfach gerade danach, vor allem, weil es eine spezielle Zeit ist. Ja, das ist die Zeit zwischen den Jahren, so kennen wir das. Jetzt auch einen schönen Begriff dazu, das ist die Interzeit. Ja, das Wort Inter überprüfen, das ist immer dazwischen. Ja, also man bewegt sich so irgendwie außerhalb der Zeit so ein bisschen, und so kommt mir das auch gerade ein bisschen vor. Ja, man ist irgendwie nicht so richtig da, aber auch nicht richtig weg. Ja, und deswegen ja, habe ich einfach gedacht, ich mache nochmal eine Lesung. Jetzt auch im Hinblick darauf, dass viele gesagt haben, ich soll nochmal was lesen in irgendeiner Form. Wie gesagt, bin kein guter, also ich kann mich selbst schlecht schätzen. Ja, sagen wir es mal einfach so. Ich bleibe einfach auch in diesem für mich bescheidenen Level und versuche es jetzt einfach nochmal. Ich werde nochmal was zitieren aus Schöpfung im Wort. Es wird ein bisschen mehr diesmal. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen fehlerfrei hin. Und zum Einstieg, ja, möchte ich an der Stelle mal was zeigen. Und zwar das Folgende. Jo, man möge mir verzeihen, dass ich den Wiktionary hier so zeige, aber ich möchte es einfach mal, dass das, ja, mal gesehen wird. Ja, und zwar geht es hier um das Wort Dogma. Und ein Dogma ist etwas, was in der Theologie wertneutral die grundsätzliche Definition oder grundlegende Lehrmeinung, der ein unumstößlicher und verbindlicher Wahrheitsanspruch zukommt. Ja, meist unter Berufung auf göttliche Offenbarung und oder die Kirchengemeinschaft. Naturwissenschaftlich oder alltagssprachlich ist es dann mit einem kritischen Unterton die Aussage oder Ansicht, die von einer Gruppe von Menschen als nicht verhandelbar angesehen wird. So, unter diesem Begriff möchte ich euch was mitteilen. Es ist nochmal aus Schöpfung im Wort. Wie gesagt, es ist wirklich ein absoluter Fundus für bestimmte Dinge. Und ich werde ein Thema aufgreifen, das ich mit Bernhard schon mal besprochen habe. Und zwar geht es um die 10 Gebote. Ein Schluck Kaffee noch. Miraculous. Wunder. Man spricht oft von den 10 Geboten oder vom Gesetz. Doch sind diese Bezeichnungen irreführend. In der Überlieferung wird dann auch niemals von 10 Geboten, sondern immer von den 10 Worten gesprochen. Gebote haben in der Überlieferung nicht so sehr den Charakter, dass man etwas tun muss. Es sind viel eher Hinweise auf den rechten Weg, den man in der Überzeugung, dass das auch gut ist, gerne gehen will. Wenn man jemandem sagt, er soll seine Jacke anziehen, weil draußen ein schneidender, kalter Wind weht, dann ist das nicht so sehr ein Gebot, als vielmehr ein Hinweis im Interesse des Betreffenden. Auch wenn man jemandem empfiehlt, einen bestimmten Weg nicht zu gehen, weil man weiß, dass er sich an gefährlichen Abgründen entlangwindet und voller Löcher und Hindernisse ist, die der Benutzer fast mit Sicherheit in den Abgrund stürzen lassen, dann ist das ebenso wenig ein Gebot im allgemeinen Sprachgebrauch. Man denke auch das, was über das Opfer erzählt wird. Es konnte nur gebracht werden, wenn der Bringer mit Überzeugung, Freude und dem Bewusstsein, wozu es diente, handelte. Anders würde es eine Schändung, Heuchelei, Dummheiten, Uninteressiertheit gegenüber dem höchsten Wert bedeuten. Der Mensch muss seine Aufgabe darin sehen, in Erfahrung zu bringen, was die Welt ist und in erster Linie am Sinn seines Hierseins und an der Bedeutung der Welt interessiert sein. Dann wird er erfahren, dass diese Anweisungen des Weges, den er gehen muss, ebenfalls auf einer wunderbaren Struktur beruhen, die offenbaren, was der Mensch eigentlich ist und was er hier in diesem Leben tut. Diese 10 Worte sind also Ausdruck der Stellung des Menschen in der Welt. Sie erzählen, was der Mensch ist und wie er seine Bestimmung erreicht. Darum sind sie von Gott selbst auf steinerne Tafeln geschrieben. Nur Gott kann aus seiner Welt heraus angeben, was die Struktur des Menschen ist. Diese Normen müssen unbedingt aus einer anderen Welt kommen. Wären sie von Menschen geschrieben, hätten sie nur auf dieses Leben und auf diese Welt Bezug. Sie wären vielleicht für dieses Leben nützlich, doch könnten sie unmöglich auch einen Sinn für den Tod und weitere Leben besitzen.
Die Tafeln sind als zwei gegeben. Obwohl sie eine Einheit bilden, bestehen sie doch ausdrücklich aus zwei Teilen. Wir kennen dieses Prinzip schon von der Aleph, dem ersten Buchstaben, der Eins, die aus den beiden Jod besteht. Wir kennen es auch schon aus der im vorhergehenden so oft gefundenen Einheit als einer Harmonie von Gegensätzen. Die Fünf von oben spiegelt sich in der Fünf von unten und bildet mit ihr eine Einheit. Die zwei Seiten sind vereinigt, werden verbunden, eben durch das Leben der Menschen. Was ist nun der Sinn dieser 10 Worte, dieser 2x5? Sie geben an, was der Mensch im Wesen ist, und sie müssen darum auch in diesem Sinne aufgefasst werden. Es sind keine Gesetze, moralisierende, hygienische, soziale Gesetze und so weiter. Diese sind nur Bilder. Natürlich hat das Bild seinen Sinn für dieses Leben. Doch es hat nur Sinn auch für weitere Leben jenseits dieses Lebens und dieser Welt, wenn es mit dem Wesen verbunden wird. Wenn das sechste Wort sagt, du sollst nicht töten, dann ist damit natürlich auch buchstäblich gemeint, dass man einen anderen nicht töten darf. Wer aber meint, damit sei alles über dieses sechste Wort gesagt, bleibt wieder am Bild hängen und betreibt Bilderdienst. So wird er nicht weiterkommen. Sein Weg zum Baum des Lebens, zum Wesen der Dinge, wird abgeschnitten werden. Das Prinzip, du sollst nicht töten, umfasst das ganze menschliche Leben in all seinen Äußerungen und auf allen Ebenen. In der Überlieferung, die diese Prinzipien ausführlich ausarbeitet, gehört es zum Beispiel auch zu diesem Prinzip, dass jemanden einen anderen beschämt. So wird von einem großen Mann erzählt, der sich bewusst war, dieses Prinzip geschändet zu haben, weil er einmal eine Frau, die ihn etwas fragen wollte, hatte warten lassen, ohne aufzublicken. Er war damit beschäftigt gewesen, einen Schuh zuzubinden. Für diese Frau, die ganz unter dem Eindruck ihres Besuchs bei einem so berühmten Mann stand, war dieser übrigens sehr kurze Augenblick des Wartens verwirrend. So wird auch zum Prinzip des Blutvergießens gerechnet, wenn man jemanden im Beisein anderer zurechtweist. Sogar, dass man seinen Zorn an jemandem auslässt, ohne andere Zeugen als den Betreffenden selbst, kann unter dieses Prinzip fallen. All dies zeigt, dass der Mensch gleichzeitig auf mehreren Ebenen lebt und dass es nicht nur um die körperliche Ebene geht. Dieses sechste Wort steht dem ersten Wort gegenüber, also an der anderen Seite der beiden Tafeln mit jeweils 5 Worten. Der Mensch ist kein bloßes Gesellschaftswesen, ein Rädchen im großen Ganzen, ein kleines Teilchen des Produktionsapparates. Das alles ist er erst an sehr untergeordneter und unwichtiger Stelle. Der Mensch, der von Gott nach seinem Ebenbild gemacht ist, hungert ebenso sehr nach dieser Einswerdung. Er sucht sie auf jedem Gebiet. Mag er auch von den Kräften der Entwicklung irregeführt sein, so erweckt diese Irreführung in ihm doch Unlustgefühle, weil sie sich gegen den Sinn seiner Existenz richtet. Er stürzt sich dann in die verschiedenen Arten von Rausch. Er wird verzweifelt, krank, unausgeglichen. Es ist darum für einen jeden das erste Erfordernis, dass er im Mitmenschen ein Geschöpf sieht, das wie er selbst im Gleichnis Gottes gemacht ist und ebenso nach verlangt, dass die Harmonie der Einheit zustande kommt. Jeder Mensch trägt in sich dieses Verlangen, die Schöpfung zur Ruhe zu bringen. Und jeder Mensch trägt in sich das Gefühl, dass er selbst die Schöpfung ist. In jedem Menschen muss man also die Spiegelung Gottes sehen. Wer einen Menschen geringer einschätzt als weniger wertvoll, tötet in ihm dieses Bewusstsein. Und das ist es, wie es die Überlieferung ausdrückt, als ob man die gesamte Schöpfung vernichten würde. Das zweite Wort spricht über das Verbot, Bilder zu machen. Wir haben dieses Prinzip bereits wiederholt behandelt. Es geht wieder nicht um die äußere Erscheinung von Bildern. Wenn es nichts anderes wäre als das, dass die Menschen zu Recht oder zu Unrecht glaubten, Bilder könnten Götter sein, dann stünde und fiele das ganze Prinzip des zweiten Wortes mit einer historischen Phase. Dann würden diese 10 Worte die Grundlage entzogen werden. Denn wenn die Menschheit sich zu der Einsicht entwickelte, dass Bilder unmöglich Götter sein können, dass das Bild Götter selbst auf einer primitiven Denkweise beruht, und wenn sie diese früher verehrten Bilder als primitiven Unsinn von sich weisen würde, dann wäre dieses zweite Wort durch die Entwicklung überholt. Für die zivilisierte Menschheit könnte es gestrichen werden. Diese Bilder werden aber immer weiter existieren, solange die Welt noch diese Form zeigt, in der sich das Wesentliche ausdrückt.
Und solange der Mensch von der Wahrnehmung ausgeht, solange er seine Ziele und Ideale auf Wahrnehmungsnormen gründet, solange ihm nicht bewusst wird, dass das Äußerliche mit dem Wesentlichen zu einer Einheit verbunden werden muss, so lange gibt es Bilderdienst. Das zweite Wort erzählt aber, dass der Mensch im Wesen keinen Bilderdienst haben kann. Der ewige Mensch kennt in seiner Struktur den Bilderdienst nicht. Für ihn sind die Bilder mit ihrem Ursprung verbunden. Ein Mensch entzieht dem Wesen etwas, wenn er die Form davon löst und diese Form für Zwecke dieses Lebens allein gebraucht, für den Genuss der Kräfte der Entwicklung. Die Form gehört zum Wesen. Und es ist ein Zerbrechen der Einheit, wenn man die Verbindung mit dem Wesentlichen durchschneidet, um die Form für diese Erde zu verwenden. Die Form gehört zum Wesen wie die Frau zum Mann. Zusammen sind sie eine Einheit. Und wer diese Einheit zerbricht, ist wie ein Ehebrecher. Darum steht auch als zweites in der anderen fünf, also als siebtes Wort, dass du sollst nicht Ehe brechen. Denn die Zerstörung dieser Einheit, Mann, Frau, ist in der Sphäre des Menschen dasselbe wie die Zerstörung der Harmonie dadurch, dass man die Dinge nach ihrer Form, nach dem, was die Wahrnehmung über sie mitteilt, beurteilt. Die Frau bildet eine Einheit mit dem Mann. Man darf sie nicht für sich selbst beurteilen. Genauso besitzt der Mann als Wesen in dieser Welt nur dann einen Sinn, wenn er eine Einheit mit der Frau bildet. Die Harmonie Mann und Frau läuft der Harmonie Wesen und Erscheinung parallel. Und beide muss man ganz lassen. Darum bedeutet das Nicht-Ehebrechen, dass man diese Harmonie in jeder Hinsicht respektiert. Auch in Gedanken darf man nicht Ehe brechen. Und jede Wahrnehmung der Frau als nur äußeres Wesen ist eine Schändung des Daseins, Sinnes der Frau. So etwas schneidet sie von der Verbindung mit dem Wesentlichen ab. Es ist wie Bilderdienst. Dieses siebte Wort umfasst alles, was die Einheit des zur Harmonie gewordenen Gegensatzes antastet, was Erscheinung vom Wesen trennen will. Es ist eine Parallele zum zweiten Wort, das auch verlangt, die Form, das Bild, nicht als Wesen, nicht als Gott zu sehen. Das dritte Wort. Ebenso hat das Missbrauchen des Namens Gottes eine Beziehung zum Stehlen. Das Missbrauchen des Namens Gottes bedeutet, dass die Einheit dieses Namens zerbrochen wird. Wenn man behauptet, etwas gehöre zu A, während es zu B gehört, dann hat man eine Einheit zerbrochen. Dann hat man eine Disharmonie erzeugt, eine Unwahrheit. Der Name Gottes drückt gerade die Harmonie der Einheit aus. Wenn man Disharmonie auf den Namen Gottes ausdehnt, gewinnt diese Zerstörung einen ernsten Charakter. Beim Stehlen geschieht dasselbe. Man erzeugt eine Lüge, man zerbricht eine Einheit, eine Harmonie. Die Überlieferung dehnt den Begriff Stehlen, wie es auch mit anderen Begriffen geschieht, auf alle Bereiche des menschlichen Lebens aus. So fällt es zum Beispiel unter denselben Begriff, wenn man eine verkehrte Vorstellung vermittelt, einen falschen Eindruck erweckt. Es zerbricht die Einheit, die durch die Wahrheit ausgedrückt wird. Auch fällt es unter den Missbrauch des Namens, wenn man diesen Namen auf Situationen bezieht, die nichts mit der Absicht zu tun haben, die Einswerdung zustande kommen zu lassen. Der Name Gottes drückt ja gerade Einheit aus. Und die Verbindung hiervon mit dem äußeren Weltlichen, das am Zustand der Zweiheit nichts ändert, das die Vielheit wie vorher bestehen lässt, ist eine Verkehrung des Sinnes der Schöpfung. Es ist wie das Knechten der Seele. So darf man auch keinem Menschen seine Bestimmung stehlen. Ebenso wenig darf man Zeit für Dinge der Welt stehlen. Man darf Zeit nicht verwenden, ohne sie mit dem Ursprung zu verbinden. In allem, was man tut, mit anderen und für sich selbst, muss diese Verbindung mit dem Ursprung oben anstehen. Man darf auch die Zeit seines eigenen Lebens nicht missbrauchen. Man darf auch sich selbst seine Bestimmung nicht stehlen. Damit sind wir beim vierten Wort. Das Halten des Feiertags, des Sabbats, hat natürlich nichts damit zu tun, dass man wieder zu Atem kommt, um sich danach mit desto größerer Energie in den Produktionsprozess stürzt. Man muss sich in unserer modernen Zeit sehr davor hüten, alles in die Sphäre des ökonomischen und sozial Nützlichen hineinzuziehen. Die Gesellschaft hat einen ganz anderen Sinn als nur den Aufbau eines Wohlfahrtsstaates. Das ist ganz gewiss nicht der Sinn der Schöpfung und der Menschheitsgeschichte. Die Struktur des Menschen weist in eine ganz andere Richtung. Jeder siebte Tag muss einen ganz besonderen Platz einnehmen, weil jeder siebte Tag die Linie des siebten Tages im Kern in der Schöpfung schneidet.
Dieser siebte Tag im Kern beinhaltet das alles, was die Entwicklung betrifft, fertig ist. Die Aufgabe des Menschen als der Eins gegenüber der Vielheit der Entwicklung besteht darin, dass er die Gegensätze zusammenführt. Sobald er dies tut, erfüllt er den Sinn seines Daseins und erlebt die Freude, für die die Welt geschaffen ist. Dieses Zusammenführen der Gegensätze soll natürlich auf jedem Gebiet geschehen. Hierunter fällt zum Beispiel auch, dass man Gutes tut. Es hebt einen Gegensatz, der sich im Leiden äußert, auf. Überhaupt kann jede Tat die Aufhebung eines Gegensatzes bedeuten oder bedeuten, dass man einen Gegensatz bestehen lässt, ja sogar erzeugt. Dasselbe gilt für die Gedanken, die Absichten und die Einstellung des Menschen. Durch die Aufhebung der sogenannten Zweiheit setzt der Mensch der Entwicklung in dem Sinne, wie wir sie besprochen haben, ein Ende. Die Entwicklung kann nur stattfinden, wenn es eine Zweiheit gibt. Will aber der Mensch an diesem siebten Tag die Welt doch weiterentwickeln und ihr sein ganzes Interesse und all seine Kraft widmen, dann legt er ein falsches Zeugnis vom Sinn der Welt ab. Dann bezeugt er, dass Gott die Welt noch nicht gut genug entwickelt hat und dass der Mensch dafür sorgen muss, dass es sich auf dem Weg über seine Einsichten von Gut und Böse im Materiellen weiter entfaltet. Und das ist ebenso das neunte Wort, das dem vierten, dem des Feiertags, gegenübersteht in den anderen fünf. Der Mensch zeugt mit seinem Leben und seinen Taten von Gott und seiner Schöpfung. Entweder zeugt er dann davon, dass am siebten Tag die materielle Entwicklung zur Ruhe kommen kann und dass die Schöpfung, wie Gott selbst sagt, gut gemacht ist, oder er zeugt vom Gegenteil. Im letzten Fall zeigt er, dass die Struktur des Menschen, wie dieser im Ewigen ist, dass er die Struktur des Menschen, wie dieser im Ewigen ist, nicht besitzt. Und jedes Zeugnis, das eine Harmonie, eine Wahrheit zerstört, bricht diese bestehende Ruhe und führt dazu, dass die Entwicklung weitergeht. Unwahrheit bringt die Vielheit gegenüber der Eins der Wahrheit. Das fünfte Wort betrifft das Ehren von Vater und Mutter. Es steht auf der Seite der ersten fünf, also dort, wo die Haltung des Menschen gegenüber Gott festgelegt wird und nicht, wie man erwarten würde, an der Seite, wo die Haltung des Menschen Gott gegenüber in Gestalt der Haltung des Menschen gegenüber der Welt ausgedrückt wird. Das Ehre Vater und Mutter ist nämlich tatsächlich ein Prinzip, das mit der Haltung des Menschen Gott gegenüber zu tun hat. Es richtet die Aufmerksamkeit des Menschen auf den Ursprung. Es überzeugt den Menschen davon, dass die Vergangenheit nicht geringer war als das heute und dass man zu einem solchen Schluss nur kommt, wenn man einen falschen Maßstab anlegt, wenn man die materielle Entwicklung als Norm nimmt und nicht das Göttliche, das sich in den Gefühlen und der Haltung des Menschen äußert. Das Prinzip dieses fünften Wortes ist also das Gegenteil der Evolution. Es spricht von Ehrerbietung für das Alte, weil sich in dieser Richtung auch die Ehrerbietung Gott gegenüber bewegt. Es will also nicht sagen, dass man Vater und Mutter ehren soll, damit zu Hause Frieden herrscht oder weil Vater und Mutter mehr Lebenserfahrung besitzen oder weil es nun mal ein Familienoberhaupt geben muss. Es geht natürlich viel weiter. Denn die Großeltern werden von den Eltern geehrt und das setzt sich sofort bis zum ersten Menschen. Dem Menschen, der als eins der Vielheit gegenübersteht, die ihm die Entwicklung gebracht hat. Das zehnte Wort vom Nichtbegehren drückt denn auch, was das Verhältnis des Menschen zur Welt betrifft, dasselbe Prinzip aus. Es besagt ebenfalls, dass man sich von der Expansion im Materiellen, vom Ehrgeiz im Hinblick auf den sozialen Status, vom Rekord in der Produktion abwenden solle. Es veranlasst den Menschen, sich auf andere Dinge zu richten und sich selbst in diesem Entwicklungsdrang zu begrenzen. Es gibt ihm die Möglichkeit, seine Energie und sein Interesse auf den wirklichen Sinn des Lebens zu richten. Ob das jetzt zu schnell war oder nicht, hört es euch nochmal an. Wenn ich nur dran denke, was unter diesen 10 Geboten im Sinne des Missverstehens teilweise gequatscht wird, teilweise getan wird. Und man sich dann diese Welt da draußen anguckt und auch der Zustand, dann
hat man, glaube ich, ein paar Antworten hiermit gefunden. Legt diese Dogmen ab. Legt sie ab. Ist nur dazu da, um euch klein zu halten. Ich wünsche euch fürs neue Jahr viel Kraft, viel Mut, viel Standhaftigkeit. Wir werden unser Thema, so wie wir es hier über Block M durchgeführt haben, weiterführen, solange wir können. Wir werden euch weiter begleiten. Und ich möchte an dieser Stelle euch allen danken, dass ihr zu uns in den Kanal gefunden habt. Wir sind jetzt bei knapp 11.000 und ich staune mich gerade kaputt darüber, was wir für eine Reichweite mittlerweile haben. In diesem Sinne, hört es euch vielleicht nochmal an und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beitragen in dieser Zeit des Dazwischenseins. Macht's gut.